Oh Mann, der erwischt die ja alle sofort. Der ist auf jeden Fall ein sehr guter Schütze. Oh, oh. Da kommt wieder eine Anomalie. Nicht einmischen. Wirklich sicher? Wow. Da ist eine Tür eben durch meinen Kopf geflogen. Hallo, ich bewege mich. Hallo, du Anomalie. Und so läuft das. Eine Live-Demonstration. Ja, ich wollte nur mal auch live es an mir spüren. Hat aber leider nicht geklappt. Wäre schön gewesen. Ich gehe hier lang. Opfer. Hier gibt's noch mal einen Moralpunkt, glaube ich mal wieder. Ich bin mir nicht sicher. In so Fällen, wenn man Leichen suchen muss, ob das ein positiver oder negativer Moralpunkt ist. Hi. Dann gehen wir jetzt mal mit Khan hier lang. Oh, oh, nein, nein, nein. Erstmal hier noch sammeln. Oh. Wollen Sie mir nicht die Hand schütteln? Der Herr. Unhöflich. Diese blöden Metro-Bewohner. Puh. Lass mich durch. Sage ich doch, diese blöden Metro-Bewohner. Hey, er hat Muni. Gib mir die Muni! Gib mir die Muni! Gib mir die Muni! Bastion, du hast einen hohen Auftrag. Glaubst du wirklich, dass die Polis dir helfen wird? Oder gibt es sonst nichts mehr, woran du glauben kannst? Du musst nicht antworten. Hallo, ich hab genickt. Oh. Mo. Wir kommen bald an der Verfolgungsstation an. Die Angriffe der Monster haben nicht nachgelassen. Die meisten Leute haben die Station verlassen. Die übrigen können nirgendwo hin. Warum nicht? Antworte mir! Du musst mir antworten! Khan führte mich zur verfluchten Station. Der Name war kein Zufall. Die Leute dort waren in einem endlosen Kampf ums Überleben gefangen. Oh, gleich gibt's richtig Action. Die Station wird wieder angegriffen. Gehen wir, Junge. Die Verteidiger können Hilfe gebrauchen. Komm, hierher! Ihr hört doch auch ein Kind schreien, oder? Noch ein Angriff? Ja, sie haben die äußere Verteidigung durchbrochen. Alle Überlebenden sind hier. Ich bezweifle, dass wir den nächsten Tag erleben. Wo kommen die Monster her? Wie immer, aus dem linken Tunnel und von der Kreuzung. Habt ihr den Tunnel nicht gesprengt? Wir haben einen Sprengtrupp dorthin geschickt. Der kam aber nie zurück. Und sonst können wir niemanden schicken. Du willst doch deine Station vor dem Untergang bewahren, Artyom. Und hier steht der Untergang bereits vor der Tür. Wir müssen helfen. Finde die Überreste des Sprengtrupps, bring ihre Bombe so weit in den linken Tunnel, wie du kannst, und dann lauf. Die Explosion wird heftig. Nein, ich will wissen, wo dieses Kind ist. Die Kreuzung ist schon einmal begraben worden, aber anscheinend haben die Nosalis sich durchgegraben. In der Nähe war eine Luftschleuse, die ist wohl offen geblieben. Schließe sie oder bring sie zum Einsturz. Ich bleibe hier bei den Überlebenden. Versuche, die Monster zu uns zu locken, wenn es zu viele sind. Da ist auf jeden Fall ein Kind und ich weiß, weil ich habe dieses Spiel 10, 15, 20 Mal durchgespielt. Und ich bin immer noch nicht sicher, wo dieses Ding sein soll. Wirklich. Also, das hier mache ich jetzt übrigens nur zum Spaß, denn die Dinger kommen immer und immer wieder. Also, die werden immer wieder gerespawnt, also man kann da stundenlang sitzen und die töten. Man wird auf jeden Fall am Ende
immer noch unter Monstermengen da hinrennen müssen. Ich mache das aber nur ein bisschen halt so zum Spaß. Weil es macht doch echt wirklich Spaß, wenn man hier mit diesen Dingen hier ein bisschen rumschießt. Ah, okay, wir gehen mal hier jetzt weg. Wohin gehen wir als erstes? Wir gehen jetzt... Okay, ab nach da. Ab durch die Mitte! Dam 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 dam. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Ey, wie oft muss ich den denn treffen? Okay. Scheinbar auf jeden Fall oft. Hier jetzt erstmal die ganze Muni einsammeln. Oh Gott. Oh. Danke. Die gehen ja alle nach da drüben. Okay. Soll mir recht sein. Wow. Was war das? Jedes Geräusch ist mir für mich ein bisschen, angsteinjagend gerade. Oh, oh. Hm. Uh-oh. 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 Bitte, 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 bitte. Ah! Oh, 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 oh. Mitklapp, mitklapp, mitklapp. Geschafft. Erstmal kurz. Nein, da hoch, glaube ich, geht's. Eigentlich bräuchte ich eine Gasmaske, aber scheiß mal doch mal drauf hier. No, Gott. Sprengmeister, wir haben. Ja, Errungenschaft! Ja! Ich werde nicht mehr mit dir gehen. Wie bitte? Hier gebraucht. Die Tunnels sind eingestürzt. Wenn du zur Polis willst, musst du eine Umleitung nehmen. Von hier aus kommst du zur Waffenkammer. Und danach musst du durch Stationen der Roten und der Faschisten. Gehen wir. Dein Mund hat sich nicht bewegt. Zumindest nicht synchron. Die Waffenkammer ist eine unabhängige Station, also kein Problem. Aber die Roten sind was anderes. Sie bauen eine neue Gesellschaft auf. Einen richtigen Polizeistaat. Leuten, die Informationen über Nachbarn melden. In der Waffenkammer solltest du nach einem Bekannten von mir schauen. André, der Waffenschmied. Erwähne meinen Namen, dann wird er dir helfen. Hier kann man Negativpunkte sammeln übrigens, glaube ich. Weil hier diese Münzen... Ein Schrein der Hoffnung. Selbst in diesen Zeiten können wir nicht die Dinge aufgeben, die uns menschlich machen. Weil ich glaube, wenn man das Geld von das hier so gespendet wurde, klaut... Ist das auf jeden Fall nicht positiv. No, armes Kind. Armes, immer selbes Kind. Das Kind ist dreimal gestorben. What the fuck? Oder es waren Drillinge. Und sie haben auf jedem Bild gleich geguckt. Oder sie hatten nur ein Bild von einem Kind und haben sich gedacht, oh, okay, sehen ja eh alle gleich aus. Können wir doch für jedes dasselbe Foto nehmen. Denk dran, alles hängt von dir ab. Von dir allein. Ach. Bis zu unserem nächsten Treffen, Artyom. Ist ja keine große Last, übrigens, so. Alles hängt von dir ab. In der Waffenkammerstation wurden die meisten Waffen der Metro gebaut. Darüber lag früher eine Waffenfabrik. Und nach dem Atomschlag siedelten die Arbeiter sich hier an. Ich suchte nach André, dem Waffenschmied. Aber er fand mich zuerst. Spoiler, Mann. Wir werden gleich hier dann, glaube ich, mal beenden, glaube ich. Oder? Hab ja auch wieder schon ein kleines Stück aufgenommen.
nehme nicht gerne allzu lang auf. Das ist mir ein bisschen zu unsicher, so mit dem Schneiden und alles. Dann ist es ein bisschen stressiger, deswegen. Deswegen mache ich hier einfach einen Schnitt und wir sehen... Oh, geht's darüber? Nein, geht's nicht. Okay, und wir sehen uns einfach dann beim nächsten Part von Metro 2033. Und ich sage bis zum nächsten Mal und tschö, tschö.